Ihr hört Megafon 95, der Fortuna-Podcast von Projekt Megafon. Axel Bellinghausen. Eine kleine Info. Der folgende Text kann eine gehörige Spur Ironie enthalten. Ich weiß, wir machen uns alle und so unsere Gedanken um unsere geliebte Fortuna. Die Saison läuft nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Niemand weiß, wie es weitergehen soll. Die apokalyptischen Reiter stehen in den Startboxen. Und aus diesem Grund finde ich es auch richtig und wichtig, wenn die fast 30.000 Fans anfangen zu pfeifen. Meiner Meinung nach wäre ein "Wir wollen euch kämpfen sehen" und "Wir haben die Schnauze voll" eine zusätzliche Motivation gewesen. Aber hey, wir haben ja noch ein paar Spiele. Vielleicht geht es aber in Zukunft auch wieder anders. Mit der nötigen Prise Stolz und auf das bisher Geleistete beispielsweise. Ich möchte hier aber niemanden unter Druck setzen. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag und eine angenehme Woche. Micha, jetzt haben wir das Zitat von Axel Bellinghausen zu Beginn direkt vorgelesen. Jetzt hat Marcel Sobotka auch noch gesagt, ja, nach den letzten Pfiffen und Buhrufen, nach dem letzten Spiel gegen Fürth. Ja, wenn ihr schön Fußball sehen wollt, geht auf zu Bayern, Barcelona. Das war so sinngemäß das, was er gesagt hat. Also können sich alle Fans, die sich den Arsch aufreißen und hoffen, Fortuna Düsseldorf spielt guten, erfolgreichen Fußball, eigentlich verabschieden und demnächst nur noch in die erste Bundesliga rennen, weil Fans, die auch Anspruch haben, sind nicht gewollt. Naja, ich denke mal, Fans, die wissen, dass Fortuna Düsseldorf keine Mannschaft sein wird, die alle Mannschaften an die Wand spielt, und Fortuna Düsseldorf ist halt keine Mannschaft, die Traumfußball spielt, und das sollte man wissen. Und auch wenn man Erster ist, sollte man halt wissen, dass man nicht alle an die Wand spielt und jedes Spiel 6-0 gewinnt, sondern dass man auch mal ein 1-1 gegen Fürth spielt, oder dass man auch mal ein 1-1 gegen Fürth, die im Abstiegskampf stecken, ja, dass es so Spiele halt auch gibt. Es gibt halt die Fans, die jetzt erwarten, wenn man Erster ist, dass man wunderschön und super Fußball spielt und alle Spiele haushoch gewinnt. Und dann gibt es die Fans, die halt wissen, dass Fortuna Düsseldorf halt Fortuna Düsseldorf ist und sich und froh sind, dass die einfach oben stehen, und denen ist egal, dass der Fußball jetzt nicht dem Tabellenplatz entspricht, und sich dann über die anderen Fans aufregen. Und deswegen gibt es jetzt auch immer wieder zwischen Fortuna-Fans irgendwelche Meckereien, und ja, irgendwie, es fühlt sich an, als wäre Fortuna 18. und hätte noch kein Spiel die Saison gewonnen, und nicht, dass Fortuna 1. ist und eigentlich von den Punkten her eigentlich eine ganz gute Ausbeute hat. Ich bin der Maurice und ihr habt gerade den Micha sprechen gehört. Erstmal, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr findet uns natürlich auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Soundcloud und jedem Podcatcher, den es gibt. Als Projekt Megafon, wir würden uns freuen, wenn ihr uns da ein Abo, ein Like, ein Daumen hoch, whatsoever, da lasst. Michael, du hast schon angesprochen, dass es auch in den Fans Reibereien gibt. Nicht nur irgendwie der Verein gegen die Fans oder der Verein untereinander, sondern auch die Fans untereinander reiben sich. Du stehst immer im Block 36, bei den Fortuna Heimspielen. Ja, 36 bis 39, also eigentlich immer. Jetzt erzähl mal, für die es nicht mitbekommen haben, was da so abgelaufen ist während des Spiels oder auch nach des Spiels zwischen normalen Fortuna-Fans, sage ich mal, oder Supportern und halt der Ultra-Bewegung. Das Ganze ist so ein bisschen hochgekocht, oder? Das komplette Spiel war eigentlich schon miese Stimmung, und dass wirklich nur die Ultras gesungen haben. Und ja, die Stimmung war halt im kompletten Spiel schon mies, und irgendwie, ich weiß nicht, woran es lag, ob es jetzt daran lag, dass das Spiel eigentlich nicht so besonders war oder so. Aber auf jeden Fall kam da halt immer wieder von Leuten im Block, die halt nicht zu den Ultras gehören, anscheinend irgendwelche Sprüche gegen die Ultras, von wegen, die sollen mal richtige Stimmung machen oder bla. Ja, dann ist dem Marvin irgendwann der Kragen geplatzt, und dann gab es halt eine Ansage von wegen, die müssen das nicht machen, sondern machen das wirklich, weil die Mannschaft unterstützen wollen und dass sie da halt keinen Bock mehr drauf haben. Und dann haben die Ultras auch aufgehört, sag ich mal, zu singen, weil die dann auch keinen Bock mehr hatten, sich von anderen Fans, es meinen, besser zu wissen,
irgendwas anhören zu müssen, obwohl die halt komplett auch bei so einem Spiel eigentlich eine gute Stimmung gemacht haben. Aber wenn halt außer den Ultras keiner mitmacht, dann ist klar, dass es halt nicht eine super Stimmung ist, sondern einfach nur Standardstimmung, sag ich mal. Nun muss ich auch zugeben, so ein bisschen Kritik mal üben für die, die jetzt sagen, was, die Ultras, die braucht doch kein Mensch. Ich kritisiere jetzt einfach mal, indem ich sage, ich gehe seit Jahren ins Stadion und irgendwie hat sich aber auch die Kultur innerhalb der Ultras verändert. In welche Richtung, warum auch immer, das sollen andere beschreiben, bestimmen. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ich so 15, 16, jetzt auch schon 10 Jahre her, da waren noch wer anders, Capo, und die Ultras waren ein bisschen anders organisiert, waren kleiner vielleicht, auch familiärer, vielleicht lag es daran. Aber man ist anders vorgegangen, hat neue Lieder nicht mitten im Spiel, drei Spiele später getreddert, man hat Flyer verteilt, offensiv, Leute dazu genötigt, direkt bei Anpfiff Vollgas zu geben und dementsprechend aber auch Lieder gesungen, die die Leute kannten. Heutzutage habe ich das Gefühl, wenn ich mal bei einem Spiel bin von der Fortuna, wenn es privat und beruflich klappt und ich das nicht von zu Hause im Fernsehen gucke, dann werden Lieder gesungen, die keiner kennt, so für sich. Wir singen jetzt ein Lied, wir sind die Ultras, wir kennen dieses Lied und wir singen das. Aber für die anderen Fans, die das dann auch vielleicht nicht richtig verstehen, außer dem Rhythmus der Melodie, ist das schwer zu greifen, nachzuvollziehen und dieses Lied mitzusingen. Bei Fortuna gibt's, wir haben einen unheimlichen Schatz an Liedern, wovon ich nur noch die wenigsten, die ich in meiner aktiven Zeit, sag ich mal, mitbekommen habe, kaum noch höre. Denkst du, das liegt wirklich an dem Wandel der Ultras, dass man elitärer sein möchte? Oder denkst du eher, dass es daran liegt, dass neue Gesichter da sind und die natürlich dem Ganzen ihren Stempel aufdrücken möchten? Ja, bei mir ist es so, ich bin ja jetzt auch nicht bei den Ultras, so ich stehe da halt bei denen im Block, aber ich bin jetzt kein Mitglied bei denen. Und aber ich kenne die Lieder trotzdem auswendig, weil die, aber das ist so, also ich habe mit den Liedern eigentlich keine Probleme. Das ist klar, dass früher halt andere Lieder gesungen wurden als mittlerweile. Aber ich denke nicht, dass die Ultras eigentlich einen elitären Kreis haben wollen, sondern die wollen eigentlich alle mitreißen, weil die ja, wollen ja auch Stimmung im Stadion haben. Ja, aber ich kann mich daran erinnern, dass man früher, zumindest egal, wer irgendwas anderes gemacht hat, hat man das entweder aufgefangen. Wenn man hat bei Fortuna, bei den Ultras, oder wer auch immer an Fangruppierung ist, schon immer ziemlich starken Gegenwind gehabt. Und man hat trotzdem weitergemacht. Fortuna hat ja nichts umsonst Charles mal bedruckt, wo es aufsteht bis zum bitteren Ende. Klar, das war gemeint mit den toten Hosen und Abstieg in die Oberliga. Aber das sollte man deswegen auch für die Hardcore-Fans, die Ultras tatsächlich sind oder sein wollen, auch gehen. Nicht, wenn irgendwelche halbstark rufen, ne, du bist scheiße, du machst das gar nicht gut und ich singe jetzt mal in drei Lieder, für mich alleine direkt zu sagen, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf das, was ich mache, weil das sind jetzt drei Leute, die nicht so denken wie ich. So fühlte sich das Ganze für mich an. Wenn ihr das anders denkt, schreibt es in die Kommentare. Mir geht das alles so ein bisschen auf den Zeiger. Ich finde das Ganze, vielleicht liegt es daran, dass ich alt geworden bin, aber vielleicht liegt es daran so. Für mich ist es irgendwie, weiß ich nicht, was. Ein kleiner Kindergeburtstag. Ja, bei mir gehen halt die Fans auf den Sack, die jetzt die ganze Zeit, wenn Fortuna halt nur durchschnittlich oder meinetwegen auch unterdurchschnittlich spielt, dass dann direkt wieder der Teufel an die Wand gemalt wird. Weil ich meine, selbst wenn Fortuna jetzt die komplette Saison scheiße zu Ende spielt, so, dann ist man am Ende Sechster. Na und? So, man ist nicht abgestiegen, man ist nächste Saison immer noch in der zweiten Liga. So, ja klar, man hatte eine Chance aufzusteigen, aber selbst wenn nicht, denke ich mir auch, na und, mir ist das doch egal, ob wir jetzt die Saison in der zweiten Liga spielen oder, also wenn wir jetzt, ob wir jetzt nächste oder übernächste Saison in der zweiten Liga spielen, weil wir eh wieder direkt absteigen. Aber das ist dann immer irgendwie so die Leute, die dann direkt erwarten, dass man aufsteigt und dann nächste Saison Champions League spielt und dann noch Meister wird und dann Weltmeister, weil das ja auch geht. Und das ist toll, das habe ich irgendwie vor ein paar Fragen gesagt. Das, aber, um mal ehrlich zu sein, ich habe auch Anfang der Saison eine andere Fortuna-Mannschaft gesehen, also, wir wissen eigentlich alle, dass es funktioniert. Es können mehrere Faktoren sein. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommis schreiben, woran das ihr denkt, woran es liegt. Liegt es am Co-Trainer? Liegt es an Missstimmung innerhalb des ganzen Vereins? Liegt es am schlechten Rasen, dass Fortuna so schlecht spielt? Oder woran liegt es? Schreibt es mir in die Comments, denn ich kann es mir nicht erklären. Anfang der Saison hat man guten Fußball gespielt. Vielleicht stellen sich auch die anderen Teams jetzt mehr ein. Ich möchte jetzt mal ein bisschen auf das Spiel. Bevor du anfängst, über das Spiel zu reden, ich setze einfach mal in den Raum, es liegt am Trainer, dass Fortuna so scheiße spielt. Ja, da haben wir ja. Ich lasse es erstmal wirken, damit sich die Leute jetzt erstmal aufregen können und darauf gehen wir dann nach dem Spiel wieder ein. Wie ihr denkt, ob es am Trainer liegt, schreibt es in die Comments. Ist so ein Running Gag aus unserem Let's Play.
was ich hier bewerben will. Wir spielen da Pokémon Gold und Silver, beziehungsweise wir spielen es in einem Versus gegeneinander. Guckt mal rein, ist auf jeden Fall anschauen wert. Ja, Wilmenegg im Spiel. So wirklich viel ist nicht passiert, außer irgendwie das Gegenteil von Fortuna. Ja, Fortuna spielt eigentlich grausam, aber stets bemüht. Was ich damit meine, ist irgendwie, Fortuna spielt halt viel nach vorne und hat auf den Ball, lässt sich ein paar Mal auskontern, aber das ist eigentlich bis auf diesem komischen Einzel auf einem Freistoß nichts passiert. Aber man spielt nach vorne, man bemüht sich, aber man schafft es nicht, in der Box auf dem Tor irgendwie Gefahr auszustrahlen. Dafür stehen sich irgendwie alle viel zu selten im Weg. Die Fürther verteidigen auch stark. Die letzte Kette rückt halt tief rein und die Spieler davor gehen halt ein gutes Pressing. Man hat am Ende des Spiels gemerkt, dass Fürth dieses Tempo nicht gehen konnte, diese Intensität. Ja, war ausgeglichen. Zweite Halbzeit war unsere Fortuna stärker, aber eigentlich kam bis auf das Tor nichts Zählbares hinaus. Micha, wenn wir das Tor von Fortuna mal angucken, was der Usami geschossen hat, ne, 75. Minute, vernünftiger Angriff, eigentlich der erste nach langem Ball, ja, ich weiß gar nicht, wer abgelegt hat, auf jeden Fall. Also langer Ball von Zimmer auf Nielsen, der sieht im Rücken Usami laufen, dann lässt den Ball einfach klatschen und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob Usami den jetzt direkt Volley genommen hat oder ob der noch zwei Meter angenommen hat. Der Ball wird den angenommen und dann drauf geknallt. Aber auf jeden Fall das Einzige, meiner Meinung nach, was Usami bei Fortuna gezeigt hat, was er kann, ist einfach mit Vollspann das Ding ordentlich mit Krawumms reinzuknallen. Er ist halt so ein bisschen ein schlampiges Genie, wurde, glaube ich, von der Rheinischen Post oder der Bild, ich bin mir nicht ganz sicher, zitiert. Es stimmt so ein bisschen. Man erwartet von ihm eigentlich mehr, aber er zeigt zwischendurch immer seine, das haben wir, glaube ich, mehrfach angesprochen, er zeigt zwischendurch, was für ein brillanter Fußballer, zumindest auf dem Zweitliganiveau, er sein kann oder ist, aber irgendwie, weiß ich nicht was, schafft er es nur, einzelne Momente hier und da mal zu platzieren in verschiedenen Spielen, aber dass er in einem Spiel mal mehrere geile Momente hat, um es wirklich mal in die erste Elf zu schaffen und es weiterzutragen. Also ja, ich würde Usami das zuschreiben, was man früher noch einigen Stürmern zugeschrieben hat, die dann irgendwie 90 Minuten lang nicht zu sehen waren und dann in der 90. und 92. Minute zwei Tore gemacht haben. So Räumer-Kai-mäßig. Ja, so dieses Phantom, so dass man sieht eigentlich, okay, man sieht, er hat eine gute Ballführung und so, aber man sieht irgendwie nichts Produktives von dem. Und dann hat er so Dinger, wo der dann einfach mal aus 20 Metern oder so draufhaut und dann landet der Ball im Winkel so. Weil er hat ja, beziehungsweise das eine Tor gegen St. Pauli, wo der den Ball nach einer Ecke vom 16er einfach in den Winkel knallt und dann die anderen beiden Tore waren ja im Prinzip dieses mit dem Außenriss draufballern von der Ecke vom 16er oder von relativ, ja nicht ganz die Ecke vom 16er. Nach dem 1-1, gegen Fürth, ist Fortuna punktgleich mit Nürnberg. Wir sind jetzt aktuell Tabellenzweiter, Nürnberg die bessere Torbilanz hat. Micha, willst du noch irgendwie ein Fazit abgeben? Mein Fazit ist einfach nur, Fürth macht in der 8. Minute ein glückliches Freistoßtor. Beziehungsweise im Stadion muss ich schon sagen, das ist geil aussah. Also, was heißt geil? Es war so ein, der zieht einfach von der Ecke vom 16er ab, weißt du, und dann landet der Ball einfach mit 100 oder 200 km/h im Winkel. Deswegen, im ersten Moment dachte ich mir so, ja, kann man mal machen. Schade, dass das nicht Fortuna war, dass die so ein Tor gemacht haben. Aber danach kam von Fürth halt, also das war wirklich, Fürth hat nach dem Tor einfach komplett auf Zeit gespielt. Man hat gemerkt, ab der 8. Minute haben die auf Zeit gespielt und gingen dann nur noch auf Spiel zerstören und keinen Spielfluss erlauben. Und Fürth war ja vor dem Spiel Tabellen 16. Ich glaube, mittlerweile sind die auf 15 vorgerückt, wenn sich da nicht mehr was getan hat. Ja, deren Mission war halt klar, man geht hinten rein und versucht zu kontern, ist Ding gelogen, die haben glücklich ein Tor geschossen, hinten reinstellen, gucken, mauern, gutes Pressing spielen und hoffentlich ist Fortuna nicht clever genug, nicht kreativ genug, nicht forceful, was heißt forceful auf Deutsch? Ja, aber das ist halt so genug, um Tor zu schießen. Ich sag ja nicht, dass das, ich meine, es ist okay, Fürth, die sind im Abstiegskampf, die brauchen jeden Punkt, aber das ist eher, was ich an den Fans, die halt meckern, dass man nur 1-1 gegen Fürth gespielt hat, obwohl Fürth im Abstiegskampf ist. Man muss sich das Spiel einfach angucken. Ich würde mir auch Fürth hatte einfach nur komplett zerstört, das Spiel. Das war immer lang nach vorne, immer halt mit 11 Mann vorm eigenen 16er. Also, da kannst du auch keinen schönen Fußball spielen, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst. Und das ist einfach ein Drecksgegner, so. Als Fürth-Fan, also wenn ich Fürth-Fan wäre, würde ich sagen, war ein geiles Spiel, wenn man gegen den ersten
sich komplett reingehauen hat und einen Punkt geholt hat. Aber als Gegner hast du so eine Spielweise. Also das ist, die geht so eine Mannschaft komplett auf den Sack, weil die komplett auf Zeit spielen. Ab der 8. Minute, was eigentlich schon traurig ist. Aber okay, sie haben einen Punkt geholt gegen den Abstieg. Und das ist halt so, es ist vertretbar. Also kann ich verstehen. Meiner Meinung nach haben sie ein bisschen übertrieben, aber sie haben einen Punkt geholt. Also kann man sagen, alles richtig gemacht. Aber das ist halt auch, dass Fans dann sehen, oh, man hat gegen eine Mannschaft, die unten im Keller steht, nur einen Punkt geholt. Wie scheiße muss Fortuna sein? Und warum war das Spiel so scheiße? Weil der Gegner war halt der Gegner war halt komplett auf Zerstören aus. Und es war halt so dieses, da muss man halt auch wissen, wie schon am Anfang gesagt, wenn man gegen so eine Mannschaft spielt oder gegen so eine Spielweise spielt, wie Fürth gespielt hat, dann kann man keinen schönen Fußball spielen, weil einfach komplett nur zerstört wird, das Spiel. Ich würde mir auch wünschen, dass Fortuna wie Anfang der Saison auch taktisch und kreativ Lösungen findet, um dann auch solche Spiele zu drehen und halt auch zu gewinnen. Ich kann mich an die Spiele erinnern, wie zum Beispiel gegen Sandhausen. Die haben Anfang der Saison ähnlich gespielt. Ist aber nicht mehr so. Warum auch immer. Wir können es eh nicht dran ändern, selbst wenn wir den goldenen Schlüssel in der Hand hätten. Ist halt nicht. Was gibt's noch so an News, die es so verkünden wird? Funkelverlängerung um ein Jahr. Wir haben es eigentlich letzte Woche noch abgestritten, dass es so schnell kommt, aber eigentlich kam es an dem gleichen Tag oder beziehungsweise an dem Tag der Veröffentlichung morgens kam dann noch raus, dass Funkel tatsächlich unterschrieben hat. Micha hat eben den Trainer schon angesprochen und kritisiert. Ihr könnt ja mal unten reinknallen, was ihr darüber denkt, ob Funkel der richtige Trainer wäre für erste oder zweite Liga. Ich bin da nur ein bisschen erstaunt, dass du ihn attackierst, sag ich mal. Weil es geht ja nicht nur um die komischen, kuriosen Interviews, die er irgendwie seit Monaten gibt, sondern es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man vielleicht mit einem anderen Trainer mehr Kreativität oder neue Impulse hätte. Aber du hast ihn doch noch vor ein paar Wochen, zumindest hier in dem Podcast, aktiv gegen meine Argumentation verteidigt. Ich weiß nicht, ob Fortuna Erster ist wegen Funkel oder trotz Funkel. Also das ist so... Ich weiß nicht, weil irgendwie immer, wenn er Interviews gibt, dann denke ich mir so, boah, du bist so ein, oder boah, das ist so ein unsympathischer Mensch. Der ist immer nur, der Moderator stellt ihm eine Frage, wo ich mir denke, okay, die meisten Fragen von Moderatoren gehen mir halt auch auf den Sack. Und dann kommt von dem halt, er antwortet dann auf die Frage, aber mit so einem Unterton von wegen, warum stellst du so eine scheiß Frage? Und irgendwie, und das ist dann auch, weil, wie gesagt, Fortuna spielt halt, seitdem Hermann weg ist, auch keinen schönen Fußball mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob es an Hermann liegt oder ob... Aber irgendwie... Ich weiß... Ich meine, klar, Fortuna als Erster, also müssen sie halt mit Funkel verlängern, aber ich weiß irgendwie... Das ist so... Auf der einen Seite sage ich mir so, wow, Funkel, weiß ich nicht, ob das ein guter Trainer für Fortuna ist. Auf der anderen Seite, Tabelle, wir sind erst beziehungsweise punktgleich mit dem Ersten, wir sind jetzt Zweiter. So, und das ist dann immer so... Auf der einen Seite finde ich ihn unsympathisch, auf der anderen Seite erreicht er gute Punkte. Und aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob da andere Leute auch so verstehen, was ich damit meine, oder ob die jetzt sich an den Kopf packen und denken, was labert der Spaß. Ja, mir geht halt auch auf den Geist. Also irgendwie ist er der einzige jetzt gewesen in den letzten Wochen, der Interviews gibt bei Fortuna. Und er kritisiert halt immer, er kritisiert Fans, er kritisiert Spieler, er kritisiert Vorstand, er kritisiert den Verein. Den Rasen. Er kritisiert Lothar Matthäus, der gesagt hat, Fortuna steigt auf. Also das ist, er kritisiert immer und mahnt und alles, es ist aber irgendwie, es nutzt, hat sich abgenutzt. So nach dem 10. Interview gefühlt, es hat sich ja echt abgenutzt und bei Fortuna sollte unbedingt irgendwer anders mal Interviews gehen, selbst wenn es der Platzwart ist, obwohl es für den im Moment auch nicht gut aussehen. Ja, willst du noch irgendwas zum Rasen sagen? Oder meinst du das? Ich kann sagen, der Rasen ist scheiße. Der Rasen in Gladbach war auch scheiße. Was daran liegt, dass die Mannschaften unter der Woche da trainiert haben, weil es da Fußbodenheizung gibt und auf den Trainingsplätzen nicht. Und man von dem Verein her nicht die Zeit, nicht das Geld, nicht die Muße hatte, dann mal eben so eine Sonderaktion Rollrasen reinknallen zu lassen. Ja, weil zum Beispiel in der SP-Arena liegt es ja auch nur daran, dass jetzt in 3 Wochen, glaube ich, die Nationalmannschaft spielt und die natürlich für die Nationalmannschaft einen neuen Rasen haben wollen, weil natürlich, wenn die Nationalmannschaft da ist, dann sollen die ja einen schönen Rasen haben. Jetzt sagen Fortuna-Fans, warum Nationalmannschaft, warum nicht Fortuna, wir wollen ja aufsteigen, klar. Aber auf der anderen Seite, es ist halt Winter und im Winter ist der Platz halt scheiße. Ich meine, na klar, er muss nicht so scheiße sein, aber sollte man wie in der Premier League auf Kunstrasengemisch umsteigen? Ja, aber Premier League, die haben auch
500 Millionen mehr als Fortuna Düsseldorf. Ja, aber trotzdem, bei denen ist es den ersten zwei Ligen ist es bei denen ja im Regularien, dass man im Winter einen Kunstrasen gemischt verlegt. Ja, aber ich denke mir so, na klar, der Rasen war scheiße und der sah nicht gut aus, aber wie sich da jetzt Leute drüber aufregen, dann da packe ich mir auch an den Kopf, weil ich denke mir, wie gesagt, der Rasen war scheiße, aber er war halt, aber es ist halt logisch, dass im Winter, wenn es halt arschkalt ist und Frost, dass dann mal der Rasen nicht ganz so gut ist wie im Sommer bei 30 Grad und stetiger Bewässerung so. Was ist dein Tipp fürs nächste Spiel eigentlich? Freue mich doch weiter auf das. Das, was mich aufregt, sind halt momentan Fans, die über alles meckern und im Prinzip sind wir ja auch Fans, die über die Fans meckern, die über die meckern und über den Rasen. Wir, also, wir meckern eigentlich aber, seit wie vielen Folgen? 25, 28? Das ist jetzt, glaube ich, Folge 28. Ja, aber 28 Folgen meckern über Fortuna Düsseldorf eigentlich. Aber das ist halt, ja, egal. Leute, die halt alles niederreden, obwohl man halt oben, man spielt zwar scheiß Fußball, aber man spielt nicht gegen den Abstieg, deswegen sollen sich alle mal in Ruhe einen durchziehen und ein bisschen chillen und Piano machen. So was kannst du nicht sagen. Aber was ja, okay, das mit dem Durchziehen, das schneide ich raus. Not. Und egal, gehen wir zum nächsten Gegner. Ja, Michael, dein Tipp? Gegen Jahn Regensburg. Ich muss ehrlich sagen. Bitte ein Sieg. Ich denke mal, gegen Regensburg, wir spielen auswärts. Von mir aus, ich bin zufrieden mit einem Punkt. Weil in letzter Zeit spielt Fortuna halt so wie Fortuna normalerweise und nicht so überragend wie am Anfang der Saison. Deswegen, Jahn Regensburg ist ein ambitionierter Aufsteiger. Läuft eigentlich ganz gut momentan bei denen. Also, auswärts bin ich mit einem Punkt zufrieden. Bitte ein Sieg. Ich kann mich nur nochmal wiederholen. Willst du noch was loswerden? Das, was ich loswerden will, dann rege ich mich wieder nur auf. Also, Fortuna ist Zweiter, absteigen kann sie nicht mehr. Also, alles super. Dann grüßen wir einfach mal jeden, der uns auf Facebook abonniert hat. Wenn ihr so geil seid und bei uns in den Thread reinschreibt, können wir euch auch namentlich grüßen, weil dann sehen wir euch. Vielen Dank dafür, dass ihr uns, egal wo, überhaupt abonniert. Denkt immer dran, schön teilen und dann... Ja, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr bis dahin zugehört habt. Ich bin der Mo. Ihr findet mich ein Wamm drüber auf Twitter, wenn ihr wollt. Mein Partner in Crime, der Micha, findet ihr @Schrensky8 auf Twitter. Und ja, dann auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal.